Ich habe gelernt, man kann angeblich mit einer Gabel die Ermüdung des Materials feststellen. So, Herr Palm, wie funktioniert das? Es geht darum, dass bei einer dynamischen Belastung jedes Material ermüdet. Das heißt, er wird reißt unter viel kleineren Lasten als seine Festigkeit. Ja. Ja. Und das erzielt man bei dynamischen Belastung, also wenn Material B und entlastet wird. Das heißt, zum Beispiel bei einem Löffel hin und her wieder gebogen wird. Ich kann es nie schaffen, diesen Löffel zu zerreißen. Das geht nicht. Aber wenn ich immer wieder hin und her biege, jeder kennt das aus der Kindheit, wenn man irgendwo ein Draht demonstriert hat, irgendwo, jetzt wird es schon sehr heiß und irgendwo bricht das. Das Staatseigentum, was Sie gerade kaputt machen? Nee, das ist ein privates Eigentum vom Kollegen. Ja, ich war sehr erfolgreich mit viel kleineren Lasten. So, das war jetzt... Das war ja der Temperaturtest. Ja. Ich habe den Löffel mit viel kleineren Last jetzt zerstört, zum Bruch gebracht, als das der Löffel normalerweise aushalten kann. Ich würde es nie so zerreißen können. Aber wenn ich immer wieder hin und her biege, erreiche das mit viel kleineren Last. Und das ist das Problem bei der Brücke. Die Brücke besteht aus vielen Tausenden solchen Löffeln. Und jeder LKW ist eine Biegung. Der LKW fällt auf die Brücke drauf und wieder weg. Das heißt, B und entlastet die Brücke. Und jedes dieser Teile ist eine bestimmte Anzahl von möglichen Überfahrten. Und wenn die erreicht ist, dann bricht diese Stelle. Vielen Dank.